Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier schon einiges verrichtet, einiges vorgemacht oder hergezaubert, wie man es nennen will. Wir sind jetzt dabei, hier einiges zu verbessern, herzurichten und hier vor allem maschinische Teile auch einzulagern, weil damit könnten wir, wenn es gut läuft, diesen Teil hier automatisieren. Denn dafür brauchen wir auch Elektronik und Maschinenteile. Und aktuell ist es leider so, dass unsere Wartung sinkt. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Klammer hat kein Ziel. Oh, die sind leider ziellos schon wieder, wie scheint. Ah, sie haben sich durchgebaggert. Ich weiß nicht, was war denn das letzte Ziel, was ihr hattet? Das ist eine gute Frage. Was hatte ich für euch als letztes Ziel vorgesehen? Rein theoretisch, also ich habe ja hier oben jetzt gleich die Bagger eingesetzt fürs Holzfällen. Mittlerweile schon. Wisst ihr was? Rein theoretisch ist es komplett unnötig. Ihr braucht nichts mehr zu machen. Ich mal entlassen. Und wir geben hier diese Bagger-Infos auf. Wie scheint, haben wir den Weg nach oben fertiggestellt. Bedeutet, du kannst jetzt auch hier direkt nach oben fahren. Nächstes Gebiet erschlossen sozusagen damit. Gut. Warum bist du ein... Oh, genau, da war was. Dann müssen wir hier fürs Erste wohl hinschütten. Damit hier ja nicht abgebaut wird. Das wäre wohl in dem Fall doch relativ wichtig. Ich tue jetzt mal die anderen Gebiete hier, die wir schon fertig haben, wieder raus, damit wir einfach ein bisschen weniger Übersichtsverlust haben. Haben wir das jetzt wieder aufgeschüttet? Scheint so. Und ein bisschen zu viel. Ich glaube, da habe ich Scheiße gebaut, ne? So, aber was wir auch machen könnten, um hier halt noch ein bisschen was zu machen. Hier ist jetzt gerade alles weg. Zack. Geben wir an, hey, Leute, ich hätte gerne, dass ihr das hier bis vorne aufschüttet. Weil, dann kann ich hier nachher die Wartung hinbauen. Und ich glaube, das wäre so eine der besten Sachen, die passieren könnte. Aktuell haben wir hier im Lager ja einiges drin schon. Das ist aber nicht erreichbar. Und das externe Lager muss natürlich auch gefüllt werden. Jetzt ist die Sache. Ich würde gerne die Produktion hier so ein bisschen abändern, denn jetzt ist gleich down. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch das Problem ist oder ob der jetzt das so weitermacht. Sobald hier keine Laborausrüstung rausgefahren wird, werden hier auch nicht die Teile rausgefahren. Bedeutet, somit habe ich hier eine stockende Produktion, was eine Katastrophe ist. Deswegen würde ich kurz was, und zwar hier einmal die Leiter hier haben, flaches Förderband. Einmal setzen, schauen, dass das noch hier vorne geht. Und hier anschließen. Dann schnell liefern. Zack. Dann das Stück hier abreißen. Weg damit. Schnelles Entfernen. Und dann müssten wir ja hier, glaube ich, noch einen Produktionsstand kriegen. Oder hoffe ich zumindest. Das wäre super. Kriegen wir. Bis hier vorne kriegen wir das rein. Es geht einfach drum, jetzt gerade diese Reinvestition, die wir hier gerade machen, abzuschaffen. Das hier auch. Das Problem ist, wie sollen denn die Fahrzeuge hier hinkommen? Kann er das irgendwie von hier abladen? Geht das?
Weil jetzt ist ja gerade das Problem, er kriegt es nicht weg. Und wir kriegen es hier nicht weg. Zumindest mal verbessern und schnell liefern. Sondern wir haben genug Backstock. Bedeutet, wir können rein theoretisch das Ganze hier noch ein bisschen überarbeiten. So, warte mal. Das muss weg. Lass mal die Zeit laufen. Das kriegen wir schon noch hin. Einfach mal alles ein bisschen wegschaffen. Dann sollten wir nicht auch das Lager endlich lernen können und dann hoffentlich genug haben, um das schnell zu verschieben. Jetzt entleeren sie es schon. Jetzt wird das zack leer gemacht und ich hoffe, dass dadurch, dass wir jetzt hier, glaube ich, großteils nur Mangel an Maschinenteile haben, dass die das hier schön jetzt verräumen und dadurch unsere Wartung wieder anfängt zu steigen. Weil so wie ich sehe, können wir Wartungen sogar auslagern. Schauen wir mal, was passiert jetzt. Ja, jetzt steigt er wieder. Schauen. Jetzt steigt das Ganze wieder. Ist natürlich brillant. So, jetzt müssen wir natürlich diesen engen Platz nutzen. Das Problem hierbei ist, dass wir hierfür das Ganze ein bisschen enger planen müssen. Elektronische Vormontage. Und dich können wir rein theoretisch ja direkt hier rein lotsen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Dann platziere ich dich hier hin. Ich mache beide auf schnell fertig. Per Schnelllieferung. Und du kriegst die Info, mach aus Stahl die Sachen und du sollst die normale Wissenschaft jetzt hier produzieren. Gut. Dann kann nämlich lustigerweise auch der Teil hier wieder weg. Weil der ist komplett unnötig. So. Dann machen wir ein flaches Förderband. Hier einen kleinen Abstecher nach unten. Und dann können wir das so hinmachen, dass wir hier die Anlage dran wollen. Schnell liefern und schnell liefern. So, dann können rein theoretisch die Fahrzeuge sogar hier noch reinfahren. Er produziert jetzt die Wartungssachen und wir könnten rein theoretisch hier einen Abstecher machen für die, was sind das, Elektronikteile. Geringe Lebensmittelversorgung. Was? Haben wir hier nicht tonnenweise Brote? Wait, what? Tierfutter. Oh no, dadurch, dass so viel Tierfutter da ist, der kriegt das nicht verarbeitet rechtzeitig. Und dadurch können die das hier nicht, shit. Verbessern mal schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Also jetzt gerade schaut es echt gut aus mit dem Dünger. Also den da kann ich ausschalten, das brauche ich ja gerade absolut nicht. Ah ne, warte, ich hätte das schon anlassen können, aber ich hätte dich einfach auf Pause schalten können. Jetzt habe ich das Problem. Oh, das war ganz böse, was ich getan habe. Shit, und dadurch habe ich kein Brot mehr produziert. Und ich habe schon noch tonnenweise Tierfutter, ne? Eigentlich sollte der ans Ende. Also den müsste ich echt hier hinten anschließen eher. Weil dadurch, dass er hier das Front angeschlossen ist,
kriegt der immer eine Priorisierung. Oh, das ist dumm. Oh, das ist dumm von mir. Deswegen haben wir jetzt so wenig Essen gehabt. Oh, das war richtig dumm. Dann bauen wir das aber um. Weil dann ist der hier ganz fehl am Platz. Dann ist der ganz fehl am Platz hier. Und ich finde, dass das mit dem Dünger trotzdem gar nicht schlecht ist, weil einfach hier jetzt die Produktion, wir sehen, dass die Produktion, finde ich, meiner Meinung nach, einen guten Steigerungswert hat. Oh, die Wartung ist aber immer noch. Was ist mit der Wartung los? Was ist mit der Wartung? Warum ist die so schlecht? Die kriegen keine Maschinenteile her. Produziere ich gerade nicht tonnenweise Maschinenteile? Ah, wie scheint nicht genug. Wie es scheint, ist die Produktion nicht groß genug. Ach du Scheiße. Aber tu mal, dass sie pausieren. Dadurch sollte die ganze Masse erstmal in das Lager fließen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen die... Keine Verfügung. Haben wir dich abgeschaltet? Hoppala. War nicht der Plan. Wir heben mal... weiter vorne tiefer aus. Dass wir einfach schön reinkommen in das Ganze. Schauen wir mal, vielleicht ist es jetzt besser. Jetzt hat mit... Ne, aktuell steigen tut es noch nicht. Das ist ungut. Fürs Förderband konnte... wegen unebenem Gelände einstürzen. Wer ist das hier? Warum ist es hier auf einmal uneben? Hier grabe ich ab, hier baue ich nicht auf. Ich gebe mal hier auch einen Bagger hinzu. Wie schaut es mit meiner Eisenmine aktuell aus? Da ist gar kein Auto drin. Ich habe kein Eisen mehr! Was soll denn das jetzt? Achso, ich habe alles in die Kohlemine geschmissen, ne? Kann das sein? Ja, ich habe alles in die Kohlemine geschmissen. Ja, wie gesagt, also, ihr habt. Ein Zuschauer hat es ja schon mehrfach bemängelt. Meine Fabrik hier ist eine Katastrophe und ich weiß das. Ich werde die noch überarbeiten, wie gesagt, aber ich will. Genau, ich glaube, die thermische Entsalzungsanlage, hier, die hier, ist es eh, die ich jetzt gerne haben würde. Denn die funktioniert mit Dampf. Und dadurch haben wir bestimmten, also Kohleaufwand um einiges gesenkt. Wir kriegen Sohle draus, mit der können wir aber auch gleich auch was anfangen, wenn ich mich irre. Ich glaube, Sohle war sogar ganz gut am Ende für Salzproduktion hier. Weil ich glaube, dafür brauche ich Sohle. Hier, genau, die Sohle kann ich dann in Salz umwandeln. Die Frage, was wenn ich nochmal zur Hölle Salz? Gab es hier nicht mal so ein Rezeptebuch? Kann ich doch bestimmt sehen, für was Salz gut ist. Ah ne, weil ich noch kein Salz habe, sehe ich das nicht. Und deswegen ist ja gerade die Kohleproduktion so am Laufen. Damit wir so lange durchhalten einfach, beziehungsweise wir tun gerade aufstocken wie blöde. Und sobald das passiert ist, ist der Rest wieder alles in Ordnung. Aber dafür ist die Produktion gerade halt eingestellt. Die kommen nicht hinterher. Nicht ums Verrecken, wie es ausschaut. Aber es läuft auch keiner von denen. Immer wieder einer und das war's. Das ist ganz, ganz ungut. Genau, schüttet hier auf, bitte. Und dann ist die Frage, ob wir nicht noch eine zweite Maschine von dem bauen. Weil der brauchte 20 Sekunden. Kann ich das 0,5? Ich habe nicht mal genug Einigkeit für irgendetwas. Weil Wasser? Was? Was ist mit dem Wasser jetzt? Habt ihr nicht eine tippitoppi Versorgung? Alter, habt ihr eine Vollversorgung? Was wollten ihr?
Der springt da und brauche ich eine zweite Wasseranbindung? Also die Abwasseranlage ist bummvoll. Auf Stufe 2. Das ist schon heftig. Also ich brauche später irgendwo eine Kläranlage mit Doppelablage oder Abführung oder sowas. Keine Ahnung. Was mir am meisten Sorgen macht, ist gerade, aber ehrlich gesagt, die Wartung. Was habe ich denn hier für einen Bedarf? 161. Alle 60 Sekunden. Alle 20 Sekunden macht der... Bedeutet, allein ein so ein Ding sollte ausreichen, oder? Wie viel machst du? 8, 20 Sekunden. Bedeutet, so ein Ding supportet immer ein. Thermische Entsalzungsanlage, perfekt. Energieerzeugung 3, perfekt. Genau, das brauchen wir auch noch. Wenn wir das erforscht haben, dann brauchen wir die neue Stromversorgung. Dann sind wir genau dort, wo wir hinwollen. Dann haben wir alles, was ich für die Stromversorgung haben will und möchte. Und dann stehen wir auf einem guten Weg. Bedeutet, die sollte jetzt auch schon schön forschen, genau. Dass wir langsamer forschen, ist ehrlich gesagt für mich gerade sogar relativ angenehm. Einfach weil ich hier jetzt sonst komplett überfordert wäre. Ich habe das jetzt hier hinten irgendwie reingebrettert. Ist dann auch die Sache, dass wir sagen, wir verschieben das hier nach hier drüben. Aber dann muss ich das irgendwie hier wieder durchleiten, ne? Obwohl, ich brauche es ja eh vorne, bedeutet, es muss ja eh hier nach vorne. Dann tue ich nur einen Abzweig machen. Und dann setze ich eine zweite Produktion von dem dahinter. Okay, warte mal, wir reißen jetzt erstmal das hier ab. Dich tun bis hierhin abreißen. Dich hier auch fürs Erste, so. Der hat Gummide. Was? Der hat sich jetzt die Maschine. Maschinelle Teile, so. Wo waren das jetzt wieder? Hier vorne. Das war jetzt so, warte mal. Bevor das gebaut wird. Ich hätte es doch gern eins weiter drüben. So, warte mal. Flaches Förderband. So. Und ihr tut von dem beiden nichts. Und dann kommt ein flaches Förderband genau noch hier hin. Wo willst du? Fahr mal bitte hier raus. Du stehst hier ganz, ganz beschissen meiner Meinung nach. So. Okay, ich glaube, ich brauche hier besser Produktions- oder Upgrade brauche ich hier. Sonst ist das hier ein bisschen zu langsam. Jetzt hat. Also in der Geschwindigkeit sollte das um einiges schöner gehen. Die Flaschen sind knuffig. So. Und dann versetzen wir nicht die Produktion nach hier. Ich hoffe jetzt bloß, dass wir das mit der Menge jetzt erstmal unter Kontrolle kriegen schon mal.
Weil das wäre ja schon mal wichtig. Sonst kann ich gleich hier. Ginge sich das denn noch aus? Jetzt wirklich sagt, ich brauche noch eins mehr. Das ginge sich noch aus. Dann könnte ich hier noch eins hin platzieren. Und dann führt hier oben das elektronische Langengetier raus. Dann kann man hier verteilen wieder. Und dann sollten wir auf jeden Fall besser stehen. So, jetzt sollte ich aber was in Eisen produzieren, weil ich habe nichts mehr. So, die Kohle ist mittlerweile auch überlastet. So bedeutet, ich tue jetzt hier mal um einiges reduzieren. Tue mich hier für Bagger klauen. Und tue dann hier auf 5 Bagger erhöhen und auf 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ist uns jetzt hier ernsthaft ein Erdberg? Oh ja, okay, wir haben hier eine fette Erdschicht drüber. Ist immer noch eine der Hauptrouten, lustigerweise. Aber die muss ich jetzt endlich mal austauschen, weil ich muss irgendwie schauen, dass ich in die Mine anders reinkomme. Weil wir müssen jetzt Vorkehrungen treffen, dass die Mine frei wird. Na klar, ich kann, obwohl ich kann erstmal noch in die Richtung bauen. Und dann rein theoretisch hier drüben einen Buddeltunnel reinbauen. Wie schaut's aus, meine Freunde? Hier ist mal weg. Rotate, rotate, rotate. Und hier noch um 2 niedriger. Lassen wir erstmal die Richtung in Ruhe. Alles nach da drüben verlegen. An Bauarbeiten. Da sollten wir hoffentlich noch um einiges schöneres Material kriegen. Das Problem ist, ich muss hier irgendwie natürlich nach unten kommen jetzt und dann, und das wird alles noch eine Herausforderung. Deswegen bauen wir jetzt hier gleich nochmal einen Schutz hin und sollte es passen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's fürs Erste von dieser Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn hoffentlich die Energieerzeugung 3 fertig ist und wieder alles langsam, aber sicher seinen gewohnten Lauf hier nimmt und wir eine gute Produktion hinkriegen. Denn wir brauchen, ja, warte, oh, es ist gerade schön, Entschuldigung, aber es ist gerade schön zu sehen, wie die Wartung steigt. Vielleicht tun wir noch eine zweite von denen hier bauen. Vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ich mir das so anschaue. Hier noch ein weiteres Labor einfach hin. So hin. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei dem nächsten. Also, bis dann. Ciao.